Lasst uns doch mal über eine Dokumentation sprechen, die dieses Jahr für den Oscar nominiert ist. Eigentlich wollte ich sie mir schon lange ansehen. Warum ich es jetzt erst getan habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber damit geht es hier jetzt um meinen Lehrer, der Krake. Kameramann Craig Foster ist die Nähe zum Meer schon von Kindheit an gewohnt. Als er sich als Erwachsener aber in einer ausgebrannten Phase befindet, entdeckt er die Liebe zur Unterwasserwelt neu und taucht in den Algenwald der südafrikanischen Küste ab. Dabei begegnet er Oktopussen und verfällt schnell ihrer Neugier, Intelligenz und Wandelbarkeit. Besonders zu einem Weibchen baut er eine besondere Verbindung auf und wird einen Lebenszyklus voller wunderbarer Begegnungen, aber auch furchtvoller Momente erleben. Dabei hätte er selbst kaum glauben können, dass ein Oktopus ihn so viel über das Leben lehren könnte. Mein Lehrer, der Oktopus, im Original The Octopus Teacher, geht 85 Minuten und ist eine Dokumentation, die seit dem 7. September 2020 auf Netflix ansehbar ist, mit einer Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 0 Jahren und erzählt eben die Geschichte eines Mannes, der im Leben irgendwann ermüdet ist, nicht mehr vorankommt, kein schlechter Vater sein will, irgendwie versucht, neue Energie zu schöpfen und schon als Kind gelebt hat in der Nähe des Ozeans, und zwar so tief, dass wenn das Wasser hochstand, es teilweise ins Haus hineindrückte. Und deswegen immer die Furcht, aber auch die Hingabe zu diesen Meereskräften vorhanden war. Und als er diese Welt wiederentdeckt und als Kameramann unter Wasser Aufnahmen macht und sich in diese Welt der Oktopus und alles, was damit zu tun hat, nicht nur verliebt, sondern anfängt zu analysieren, hineinzuspüren, zu sehen, wie viel Leben in diesen Wesen steckt, die viele vielleicht tendenziell nur als Nahrung beispielsweise sehen, und dadurch eine große Empathie entsteht, ist es eben das Annähern zweier Spezies in eine Freundschaft, die auch mit Trauer verbunden sein kann, der man über diese 85 Minuten folgt. Dabei ist es ein sehr herzlicher, herzerwärmender und berührender Film, wie ich finde, beziehungsweise Dokumentation, gemixt aus Interviewsituationen von Craig Foster selbst, an denen er spricht, und man merkt aber in jedem Moment, wenn er redet, dass immer auch Erinnerungen vor seinem inneren Auge ablaufen. Das fühlt sich zu keinem Moment, finde ich, gestellt an, gepaart mit den Aufnahmen, die er getätigt hat und immer mit Voice-Overn auch gefüllt werden, über die Momente, die man vielleicht dann mal explizit gerade nicht sieht. Aber gerade Octopus, wie sie leben, wie ihr Nervensystem funktioniert, wie sie ihre äußere Gestalt wandeln können, sich fortbewegen, Strategien auch für die Jagd haben, aber auch zum Schutz. Unglaublich spannend, und wer Tiere liebt, wer unter Wasser liebt, dem kann ich meinen Lehrer, der Oktopus, nur empfehlen. Ein Film, der zwischen der Meereswelt und Philosophie in einem Mix entlang geht und dabei sehr, sehr warmherzig ist und große Freude macht, großen Spaß macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich richtig, richtig Spaß und werde mir die bestimmt auch nochmal anschauen. Schade, dass ich einfach so lange nicht geschaut habe. Auch, dass man mal in die Meere hineingeht, so in eine Algenwelt, die ja auch für die CO2-Speicherung unglaublich wichtig sind und auch noch so viel mehr aufnehmen können als jetzt Pflanzen, die oberhalb des Wassers existieren. Da passt einfach so eine ungewohnte Meeresweltfauna zu vielleicht ungewöhnlichen Meerestieren und einer ungewöhnlichen Freundschaft dicht zusammen zu einer Dokumentation, wo ich verstehen kann, dass man sie für den Oscar nominiert. Und deswegen mag ich dieses Offenherzige, dieses Plädoyer für Empathie, aufeinander zugehen, dieses Berührende, das auch schön gefilmt ist. Und dabei entsteht einfach eine sehr nahbare Dokumentation, an der ich grundsätzlich nichts auszusetzen habe. Und wer sich überhaupt nur ansatzweise nach dem Gesagten dafür interessiert, dem kann ich nur empfehlen, nutzt doch vielleicht Ostern, um meinen Lehrer, der Krake, zu schauen auf Netflix. Schön gefilmt, nicht immer, auch wenn er in 4K abgebildet ist, die Unterwasseraufnahmen in der Top-Qualität, aber dann auch wieder in sehr, sehr schönen Aufnahmen. Also diese 85 Minuten, die gucken sich wirklich sehr, sehr schön, und deswegen eine große Empfehlung für meinen Lehrer, der Krake, an dieser Stelle wollte ich gerne loswerden. Danke, dass ich das endlich mal geguckt habe an mich selbst, und vielen Dank fürs Reinschalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Dokus schauen.